Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dinosaurs Prehistoric Survivors. Ja, die zweite Folge für heute. Vorher kam Kentucky Zero und später noch Batman the Telltale Series. Wie bereits bei Kentucky Zero gesagt, werde ich Dinosaurs weitermachen. Der Grund ist einfach, wie ich beim letzten Part gesagt habe, ich habe ein paar Leute gefragt, habe selber nochmal überlegt und das Feedback, das ich bekommen habe, war, dass ich noch weitermachen soll, dass es interessant sein könnte und deswegen werden wir weiterspielen, bis wir die Trades haben. Beim letzten Mal in der Kampagne haben wir, wie schon der Name des Parts verrät, die letzten Abilities uns mit dem Triceratops geholt. Wir haben den Unique Gorgosaurus und den Unique Acainocephalus getötet und haben mit dem Triceratops ein bisschen weitergemacht beim Apex Slayer, weil wir hatten einen T-Rex zum Beispiel, den wir getötet haben, einen Alamo-Tyrannus, den wir getötet haben. Und ja, ich habe jetzt so überlegt, dass wir vorerst mit beiden Dinos zwei Folgen spielen, mit jeweils den verschiedenen Skin. Das heißt, ich werde mit dem Triceratops anfangen. Wir werden jetzt die beiden anderen Skins in einer Folge haben und ich werde in der ersten Folge jeweils, also einmal in der jetzigen und einmal dann in der übernächsten, in dem jeweiligen Gebiet bleiben, wo wir jetzt sind, und in der anderen Folge werde ich dann das Gebiet wechseln. Ja, was nehmen wir denn für einen Skin für diesmal? Den Fighter vielleicht? Den Fighter oder den Roamer? Ich nehme jetzt mal den Roamer Skin. Und ja, wie gesagt, für diesen Part bleibe ich in dem festen Gebiet, was jetzt kommt. Und im nächsten Part nehmen wir dann den Fighter-Skin beim Triceratops und wechseln das Gebiet, also Low Highland. Ich glaube, jetzt gerade sind wir im Highland, meine ich. Und dann schauen wir mal, wie viel noch fehlt an Trade-Prozenten. Ich hoffe, dass wir es bis dahin haben. Kann es halt nicht mit Sicherheit sagen. So, das hier ist jetzt der Roma-Skin, jetzt sieht man den mal komplett. Ist eigentlich sehr hübsch. Aber ich finde ihn ein bisschen eintönig. Ich finde den normalen Skin hübscher. So, eine Ability. Der Sprint war beim letzten Mal sehr praktisch, um Entfernungen zu überbrücken. Hat aber im Kampf nicht viel gebracht. Das Guard war auch sehr praktisch, weil ein T-Rex zum Beispiel konnte uns sehr lange gar nichts abziehen. Und wo er dann uns was abziehen konnte, war er tot. Und die Stampede kennen wir ja schon. Ich nehme jetzt den Guard, den Panzer. Ich weiß, ich habe beim letzten Part gesagt, die Stampede ist mein Liebling, aber probieren wir es mal mit dem Panzer. So, was müssen wir machen? Gucken wir in die Trades. Wir müssen Alpha-Raubtiere töten, am Tag rumwandern, allgemein mit Fleischwassern kämpfen und seltene Pflanzen fressen. Das heißt, jetzt schauen wir mal. Ich bleibe, wie gesagt, jetzt einfach mal erstmal hier. Ich muss hier kurz auch mal die Zeit lauter machen. So. Und ja. Ein Alamo-Tyrannus. Ich habe den Panzer drin. Und er ist tot. Sehr schön. Das war unser erster. So, jetzt wollen wir gleich mal was trinken. Das war unser erster Apex. Ja, man hat es gerade eben schön nochmal gesehen mit dem Panzer. Die können uns sehr lange nicht verwunden. Und so eine Stufe 10 Triceratops ist halt genauso wie das T-Rex-Äquivalent. Kein schwacher Gegner. Und da vorne, was haben wir da? Eine Nasu. Nein, Nasu will ich nicht. Nasu interessiert mich nicht. Da ist auch ein Nasu. Der interessiert mich, wie gesagt, nicht. Und wir werden verfolgt von einem Nasu. Die sind ja sehr schnell, das wissen wir schon. Deswegen laufe ich gerade von denen weg, die interessieren uns nicht. Uns interessieren lediglich die Alpha-Raubtiere. Normale Raubtiere eventuell auch, wegen dem Train Fighter. Er ist weg, oder? Ja. Wie viel haben wir denn jetzt?
Ja, jetzt haben wir Apex Slayer schon 27% und 89% Trained Fighter. Ich denke, den Trained Fighter könnten wir in dieser Folge fertig machen und den Daywalker könnten wir auch fertig machen. Und wir müssen einmal brüllen. Ah, wir sind im Lowland. Okay, dann waren wir im Highland mit dem Rex. Habe ich verwechselt, sorry. Ein Triceratops, der ist mir unwichtig, da vorne auch. Der hier hat zum Beispiel den Fighter-Skin, glaube ich. Als T-Rex würden wir die jagen, aber natürlich nicht als Artgenosse. Aber schön, gleich mal die Folge begonnen mit einem toten Alpha-Hopptier. Das ist doch sehr praktisch. So, nochmal rufen. Da ist eine Pflanze, von der werden wir fressen. Unser Hunger könnte eh mal eine Auffrischung vertragen. Ich glaube, das größte Problem bei unserem Triceratops wird der Explorer mit den seltenen Pflanzen. Ich glaube, das wird die größte Schwierigkeit. Und ihr seht schon, ich hier laufe jetzt an keinen bestimmten Ort. Ich hier laufe einfach ein bisschen rum und hoffe, dass wir viele Dinos finden. Das war der Grund, warum ich das ein bisschen doof, also nicht doof fand, aber warum ich da ein bisschen mir Sorgen gemacht habe wegen jetzt den Folgen, die jetzt kommen. Weil die Folgen, die jetzt kommen, da ist eine Pflanze, sind halt ein bisschen ein Glücksspiel. Ich kann nicht versprechen, dass wir hier viel finden oder dass wir viel schaffen. Das ist halt ein bisschen die Sache. Weil wir jetzt de facto nichts mehr zu tun haben. Edmonto Anki, kein Problem. Da unten ist auch wieder eine Pflanze. Ich fresse jetzt, wie gesagt, von jeder Pflanze, die ich sehe. Ja, der Panzer ist doch ganz gut. Ich fand den letzten Part ja ein bisschen wegen dem nicht weglaufen können, aber wir halten schon mit dem verdammt viel aus, wie man sieht. Da ist auch noch ein Pflänzchen. Wie gesagt, ich nasche jetzt einfach von allem, was ich finden kann. Aber die Stampede gerade im letzten Part am Unique Gogo zum Beispiel, hat man das gesehen, die Stampede kann halt auch richtig stark werden. Auch hier ist noch eine Pflanze und wir müssen schon wieder rufen, nicht? Ich glaube, ich bin gerade zu ungeduldig. Die zwei Vergiftungen stellt uns ja null. Das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen. Und ja, also ich persönlich würde schon hoffen, dass wir innerhalb der jeweils zwei Folgen die beiden Dinos hinkriegen. Ich meine, wir sehen zumindest die neuen Skins und wie gesagt, ein bisschen machen wir auf jeden Fall weiter. Jetzt sind wir in der Redwood Coastline. Jetzt gehe ich mal hier nach oben. Noch eine Pflanze. Nom nom nom. New Trade unlocked. Cool. Ja, wir haben Explorer jetzt 60%. Geile Sache. Und 27% Apex Slayer. Ja, okay, das war zum Beispiel eine der seltenen Pflanzen, aber das ist halt eine Glückssache. Das ist halt der Punkt. Weil die neuen unlockten Trades bringen uns halt eigentlich nur ein bisschen Werteverbesserungen. Oder ich glaube in dem Fall bringt es uns, dass die Zeit verkürzt wird vom Gift. Was bist du? Ein das Plateosaurus. Das ist kein Alpha, aber es ist ein normaler Räuber. Den hätte ich gerne. Und es fängt an zu regnen. Es wird leider jetzt auch dunkel. Ach, er greift uns nicht an. Ach. Komm schon. Yes, getötet. New Trade unlocked. Das war jetzt, wie gesagt, kein Alpha. Aber der hat uns jetzt fast umgebracht. Das war gerade sehr knapp. 92% Train Fighter. Okay, jetzt würde ich gerne wieder runter zum Wasser. Wir brauchen ganz dringend Health. Das war jetzt gerade sehr knapp. Ja, die Aspetos sind halt sehr gefährlich. Ich fand gerade spannend, dass der Aspeto uns nicht angegriffen hat. Aber gut.
Macht nichts, das haben wir kein Problem mit. Also ganz dringend heilen. Man merkt schon, die sind sehr gefährlich. Die haben uns viel abgezogen. So, und das Peter hat uns ja auch als T-Rex nochmal getötet. Das war damals auf dem Boneyard. Glaube ich. Das war jetzt kein Apex, aber es war ein normaler Fleischfresser. Und da wir normale Fleischfresser noch brauchen, hatte ich damit jetzt kein Problem. Dann, was haben wir hier? Haben wir wieder ein leckeres Pflänzchen, das wollen wir haben. Und da haben wir einen weiteren Daspleto. Hell, Panzer. So, er ist tot. Der Anki wollte ihn auch gerade angreifen, aber der Anki muss uns nicht helfen. Der ist schon tot. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt 95% Train Fighter. Wie gesagt, den Train Fighter, denke ich, kriegen wir in der Folge voll. Und wegen dem Daywalker müssen wir halt schauen. Jetzt ist halt gerade Nacht. Da müssen wir auf den Tag warten. Wir sind jetzt leider nicht komplett geheilt. Aber im Moment läuft ja die Suche ganz gut. Jetzt hätte ich halt gerne mal wieder ein Alpha-Raubtier. Und ich hätte halt gerne Heilung. Also eine Pflanze oder Wasser. Ich habe persönlich immer noch die Vermutung, dass es... Was haben wir da vorne? Eine Panzerung. Ich hoffe, den schaffen wir jetzt. Yes! Ja, der Triceratops ist echt ein Killer. Damit haben wir jetzt 98% Trained Fighter und 31,5% Apex Slayer. Das war sehr schön. Jetzt wird es auch morgens. Jetzt brauchen wir allerdings ganz dringend Nahrung. Oder halt Wasser. Irgendwas, was uns gesundheitlich heilt. Aber das war jetzt auch gerade ein sehr schöner Kampf. Ich war jetzt gerade ein bisschen am Schwitzen, muss ich zugeben. Eine Viererpflanze. Wir haben aber vier Resistenz. Kein Problem. So. Läuft ja eigentlich ganz gut. Ich hatte ein bisschen die Angst, dass wir länger brauchen versuchen, aber im Moment läuft es ja ganz gut. Wir haben alles verbessert, ne? Trained Fighter, ja, ja. Daywalker haben wir jetzt auch über 90%, wir 90,5. Am nächsten Morgen könnte man das fertig machen. So, hier ist nochmal was zum Heilen. Nehmen wir mal. Zack. Ich hätte wie gesagt, dass wir länger gedacht, dass wir länger brauchen. Ein weiteren Daspleto. Ja, komm, wir haben 98% Trade weiter. Den machen wir noch. Dass sie uns nicht angreifen, finde ich faszinierend. Panzer! Und Todeser. Sehr schön. Der Fleischfressermörder. Damit haben wir 100% Trained Fighter. Gut, also jetzt suchen wir noch Alpha-Raubtiere, suchen noch seltene Pflanzen und müssen am Tag rumlaufen. Was haben wir da vorne? Einen Anki. Ankis interessieren uns nicht. Nicht anvisieren. Und da vorne ist ein Nasu, der interessiert uns auch nicht. Ich hätte gern langsam wieder ein bisschen Wasser, muss ich gestehen. Aber läuft der Moment sehr gut. Da vorne ist der Vulkan, glaube ich, ne? Ja, ich habe ihn gesehen. Das ist nochmal ein Pflänzchen, können wir uns heilen. Ich hatte, wie gesagt, Angst, dass es länger dauert. Nochmal, wir sind nicht ganz voll. Jetzt sind wir ganz voll. Ich hatte, wie gesagt, Angst, dass es ein bisschen länger dauert, aber ich habe kein Problem damit, dass es schneller geht. Weil vielleicht brauchen wir dann nicht ganz so viele Folgen. Ein Edmontur. Und ein
Akaino, nichts Wichtiges. Hier nochmal ein Pflänzchen. Ja, wie gesagt, ich fress von allen Pflanzen. Und hier ist der Mudley, den wir im letzten Part öfters gesehen haben. Hier können wir uns ein bisschen unseren Durst löschen. Ja, weil Durst ist schon auf Hälfte runter, da sollten wir langsam echt was trinken. So, sehr schön. Dann ist das jetzt auch wieder voll. Bisher haben wir in der Folge noch nicht wirklich Gefahr gehabt. Wegen Sterben oder so. Triceratops, kein Problem, aber hier ist auch eine Pflanze. Wie gesagt, ich glaube, das Schwierigste werden wirklich die seltenen Pflanzen. Anki, Edmonto, Dracorex. Nichts Wildes. Nichts, was uns interessiert. Ich werde aber gleich nochmal ein bisschen gehen müssen. Und ich werde dann auch gleich nochmal schauen, wie viel Zeit wir haben. Ja, wir haben noch Zeit. Wir schaffen es vielleicht nicht in der Folge, aber ich denke, in zwei Folgen können wir es schon schaffen. Weil ich meine, sollte jetzt nochmal der Tag kommen, können wir vielleicht den Daywalker fertig machen. Wir haben auf jeden Fall mit dem Train Fighter eine Sache geschafft. Was ist denn da vorne? Da vorne kämpft doch was. Nasu und Rexy. Ach Mist. Ja, der Nasu hat uns den T-Rex geklaut. Ich habe gerade den Nasu getötet in der Hoffnung, ich würde den T-Rex noch kriegen. Aber das macht nichts. Hier ist ja ein neuer. Na, Rexy? Bereit zum Battle? Nein? Okay, kein Problem. Ich kill dich trotzdem. Ja, dieser Rex wollte jetzt irgendwie nicht. Der hat irgendwie aufgegeben. Wer hätte gesehen, wie wir unseren Artgenossen getötet haben. Egal, 36% und es wird morgen. Und damit können wir den Daywalker wieder ein bisschen verlieren. Ja, wie gesagt, läuft ja gerade ganz gut mit der Suche. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger ist, das alles voll zu machen und langwieriger. Offenbar war die Befürchtung überflüssig. So, jetzt gucken wir wieder hier unten am Strand. Wie gesagt, beim nächsten Part oder vielleicht auch am Ende dieses Parts schwimmen wir dann rüber. Hier ist gerade irgendwie gar nichts los. Ja, gar nicht schön. Aber ich glaube, ich trinke mal. Das Trinken schwindet nämlich schon wieder. Mich würde halt interessieren, ob Aktivitäten während des Tages bzw. während der Nacht, ob das auch für Laufen gilt. Oder halt nur für Fressen, Trinken, Kämpfen. Vorstellen könnte ich mir nämlich beides. Hier ist noch mein Pflänzchen. Hier ist doch die Wasserstelle. Wieso sind denn hier keine Dinos? Kommt schon, ich will Alpha-Raubtiere. Die denken, ich wäre ein Snack. Edmonto, interessiert mich nicht. Ein weiterer Edmonto, auch der interessiert mich nicht. Die Pflanze hier vielleicht. Probieren wir es aus. Kann ja nicht schaden. Einmal rufen und dann gehen. Ich meine, Daywalker haben wir 89,5, aber und 70% Explorer. Aber der Tag hat ja auch gerade erst begonnen. Was den Tag angeht, können wir noch einiges machen. Ein Gorgo. Das ist kein Alpha, aber er greift uns an. Und für seinen Angriffsversuch muss er sterben. Ja, der Panzer macht uns fast unverwundbar. Wie gesagt, ich dachte zuerst, die Stampede wäre besser, weil sie halt so viel Schaden macht. Aber der Panzer macht uns halt echt zu einem Tank. Wie man schön merkt, das ist krass. So,
noch irgendwelche dummen Fleischfresser, die es wissen wollen. Wie gesagt, wir könnten eventuell auf den nächsten ein weiterer Gorgo. Gorgos, habt ihr nichts gelernt? Ich bin der unverwundbare Triceratops, ihr könnt mir nichts anhaben. Weil wir haben immer noch kein Leben verloren. Ich meine, sie machen schon Schaden, sobald der Panzer rum ist, aber in der Zeit, wo der Panzer halt wirkt, sind wir quasi unverwundbar. Da vorne ist ein Akaino und da vorne ein Gorgo. Gorgo interessiert uns nicht. Schade. Ich will einen Alamo-Tyrannus oder einen T-Rex wieder. Wie gesagt, stört trotzdem nicht, weil wir können den Daywalker steigern und so. Und eventuell eben den Explorer. Hier haben wir die nächste Pflanze. Man könnte natürlich auch überlegen, den Explorer mal ins Plant Life zu gucken beim Report, aber das lasse ich mal. Oder können wir mal kurz schauen ins Plant Life. Aber da sehen wir ja nur, wie oft es die gibt. Und mehr sehen wir da auch nicht. Man sieht ja auch nicht, wo die vorkommen. Deswegen lasse ich das mal weg. So, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 9 Minuten. Wir könnten doch noch einen Wilden schaffen. Ein Daspleto. Nein, brauchen wir nicht mehr. Ja, die Aspletos waren bisher unsere gefährlichsten Gegner wirklich, weil da haben sie eine echt fast gekillt. Aber die Aspletos sind halt keine Alpha. Die haben übrigens auch den Daywalker, habe ich gesehen. Die sind am Tag stärker. Das finde ich ganz interessant. Hier ist auch eine 5er Giftpflanze. Das heißt, wir wechseln kurz die Ability aufs Antitoxin. Dass wir uns nicht vergiften. So, jetzt gehen wir wieder auf die Guard. Dann gucke ich jetzt mal da oben. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein weiterer Gorgo. Die Gorgos wollen es heute aber wissen. Vergiftet und Schaden bei uns quasi keinen. Sehr schön. Die Gorgos wollen es heute aber auch wissen. Naja, stört mich jetzt nicht weiter. Halt, Giftpflanze, 5er Toxität, einmal nochmal Antitoxin. Weil, wie gesagt, ich möchte mich nicht vergiften. Dann wieder auf die Guards. Wir haben immer noch 70% Explorer, aber auch 97% Daywalker. Den könnten wir echt noch fertig machen. Mit ein bisschen Glück. Ein Apex hätte ich halt noch ganz gerne, muss ich sagen. Ansonsten schauen wir eben dann mal, was die nächste Folge bringt. Was ist da vorne? Ein Triceratops. Für uns unwichtig. Artgenossen sind gerade egal. Ah, aber ich trinke mal was, wie ich sehe. Und von der Pflanze hier möchte ich speisen. Noch eine 5er Pflanze, was ist denn hier los? Muss ich schon wieder aufs Antitoxin gehen. Lauter giftige Pflanzen hier. So, ist halt blöd, weil wir müssen dann dauernd switchen. Bisschen nervig. Aber ich hoffe, euch gefällt der Skin. Ich finde den, wie gesagt, okay. Ich muss aber ehrlich sagen, den normalen Skin finde ich cooler. Und den dritten, den Fighter Skin, sehen wir in der nächsten Folge dann. Ein weiterer Triceratops, für uns uninteressant. Als T-Rex, wie gesagt, interessant. Da ist es halt dann die Bloodlust, auf die freue ich mich schon. Aber das kommt dann erst, wie gesagt, frühestens in der übernächsten Folge. Ein T-Rex, cool. Einmal Garnet. So, T-Rex, dein Bruder vorher wollte nicht. Du willst, aber es bringt dir nichts. New Trade unlocked. Der T-Rex ist dem Weg alles Irdischen gegangen. 40,5% Apex Slayer, 99,5% Daywalker und 70% Explorer. Haben wir noch Zeit? 5 Minuten.
Vielleicht kriegen wir den Daywalker noch auf 100. Es wird halt jetzt Abend. Das ist ein bisschen blöd. Welche Coastline sind wir jetzt? Ach komm schon. Den Daywalker kriegen wir, also spätestens in der nächsten Folge kriegen wir den auf jeden Fall auf 100. Trinken. Jetzt. Danke. Immer noch 99,5. Aber immerhin, wir haben einen neuen Trade unlocked. Mit einem weiteren Tyrannosaurus, der dachte, wir wären ein Mittagessen. Oder eher Abendessen. So, und hier haben wir mal wieder eine giftige Pflanze. Das heißt, Ability wechseln auf Antitoxin. Zack. Leider können wir jetzt den Trade nicht weitermachen. Den mit dem Daywalker. Das ist ja jetzt doof. Das ist ja echt nur noch 5% fehlen. Okay, ich glaube, dann werde ich jetzt ins Highland rüber schwimmen. Die Pflanze hatten wir, glaube ich, gerade. Dann werde ich jetzt, glaube ich, ins Highland rüber schwimmen in den letzten 5 Minuten. Damit wir dann im nächsten Part hoffentlich mit ein bisschen Glück. Das ist da vorne Triceratops. Und so interessant. Wenn wir beim nächsten Part mit ein bisschen Glück im Highland den Triceratops fertig machen können. Oder hatten wir jetzt 100 auf der... Nee, 99,5, das ist echt ein bisschen blöd. Aber ich meine, wir haben 70% Explorer und 40,5 Apex. Und wir können nicht mehr laufen, sehe ich gerade. Gut, dann rufen wir einmal. Ich schwimme jetzt noch rüber. Und genau. Dann beim nächsten Part, wie gesagt, ich hoffe, im nächsten Part können wir dann den Triceratops fertig machen. Also ich meine, den Daywalker kriegen wir auf jeden Fall fertig. Das ist ja nur noch 0,5%. Das war halt jetzt ein bisschen Pech, dass die Nacht ein bisschen früher kam, als sie jetzt hätte vielleicht sollen. Aber an sich ist das kein Problem. Der Explorer und der Apex Layer, das sind halt die beiden Punkte, weil man da halt Glück braucht, um alte Raubtiere bzw. seltene Pflanzen zu finden. Aber wir sind ja in beiden diesen Parts weitergekommen. Ich bin jetzt gar nicht so unzufrieden, ehrlich gesagt. Das heißt, ich bin momentan relativ zuversichtlich, dass wir dann im nächsten Part hier im Highland dann den Teleportation machen können. Das ist doch jetzt das Highland, ne? Bin ich mir recht sicher. Da ist ein Edmonto, der ist uns egal. Auch ein Edmonto ist uns auch egal, aber da unten ist auch eine Pflanze. Pflänzchen. Drei Giftigkeit, ist uns egal. Wir haben ja viel Giftresistenz. Ich glaube, die Giftresistenz muss man dann beim T-Rex häufig machen. War aber leider keine seltene Pflanze. Okay, ich denke, dass... Nein, wir haben noch 2 Minuten. Ich will noch kurz hier ein bisschen weiter gucken. Aber ich denke, das war es so ziemlich. Mit ein bisschen Glück können wir halt jetzt noch ein einfach auf Tier legen. Aber ansonsten die Pflanze will ich noch fressen hier. Ist das eine Explorer-Pflanze? Nein, immer noch 50%. Und da vorne ist auch noch eine Pflanze, die würde ich auch noch gerne fressen. Und dann ja, den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Hast du was Seltenes? Auch nicht. Okay, dann werde ich jetzt aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir hier im Highland mit dem Fighter Skin hoffentlich den Triceratops fertig machen können. Wir sind gut weitergekommen. Wie gesagt, der Daywalker sind noch 0,5%. Die haben wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Es hat nur noch jetzt der Apex Layer übrig und der Explorer.
Aber in beiden haben wir ein gutes Stück gemacht. Gerade der Explorer ist jetzt bei 70%, es waren vorher 40. Gerade da denke ich, dass es halt schwieriger ist, aber wir hatten Glück und hoffentlich haben wir nächstes Mal auch Glück. Und auch der Apex Layer ist deutlich weitergekommen und der Giant Predator ist ja fertig. Und genau, später kommt natürlich noch Batman The Telltale Series. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort und auch dann wieder morgen bei den Folgen dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.